Ich habe jahrelang nach der perfekten Lösung gegen Muskelkrämpfe gesucht. Und jetzt habe ich sie gefunden. Und vor allem, es kann jeden unerwartet treffen. Aber es gibt eine natürliche Lösung. Und welches ätherische Öl dein bester Freund werden wird, wirst du gleich erfahren. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute sprechen wir über ein Thema, das vor allem Sportler, aber nicht nur Sportler, sondern ganz viele andere Nicht-Sportler genauso haben. Es geht nämlich um Muskelkrämpfe. Und ich zeige dir, welche ätherischen Öle hier gut entgegenwirken. Muskelkrämpfe können unglaublich schmerzhaft sein. Und du kennst es sicher, du liegst im Bett, bist in den tollsten Träumen und auf einmal zieht der Krampf durch deine ganze Wade und abrupt bist du munter und du schreist. Denn die Schmerzen gehen ins Unendliche. Und ich sag dir, ich kenne das so gut, denn ich bin einer derjenigen, die unglaublich von Krämpfen geplagt sind. Und deswegen habe ich mich sehr schlau gemacht und ich freue mich, dir einige ätherische Öle zu nennen, die dir helfen, dass deine Muskeln sich wieder entspannen. Bevor wir jetzt zu den ätherischen Ölen gegen Krämpfe kommen, möchte ich mit euch gemeinsam einmal anschauen, was ist überhaupt ein Muskelkrampf? Ein Muskel funktioniert so, dass hier die Muskelfasern sich zusammenziehen und diese Kontraktion erzeugt dann eine Kraft und so beginnen sich unsere Gelenke dann in irgendeine bestimmte Richtung eben zu bewegen. Die Auslöser für so eine Bewegung passiert immer über die Nerven. So funktioniert einfach unser Bewegungsapparat. Ein Krampf ist aber eine unwillkürliche Kontraktion des Muskels, ohne dass wir über unsere Nerven willkürlich, also nicht willkürlich, sondern ganz bewusst gesteuert, einen Impuls schicken. Und diese unwillkürliche Erregung des Muskels hat mehrere Gründe. Zum Beispiel Elektrolytmangel. Das passiert dann, wenn ich sehr viel Sport betreibe und die Elektrolyte in meinem Körper bereits aufgebraucht habe. Oder wenn ich mich grundsätzlich überanstrengt habe. Das hat auch ein bisschen mit dem Elektrolytmangel zu tun. Und natürlich gibt es dann noch die Dehydration, die auch ein wesentlicher Aspekt ist, wenn es darum geht, dass die Muskeln zu krampfen beginnen. Und ich bin so ein richtiger Krampfkandidat. Bei mir ist es die Wade, die in der Nacht sich meldet. Ich aus meinen tiefsten Träumen einfach aufwach und einen Schmerz habe, der fast nicht aushaltbar ist. Und da habe ich natürlich jetzt über die letzten Jahre, kann ich schon fast sagen, einfach eine wunderbare Möglichkeit herausgefunden, wie ich den Krampf sofort stoppen kann und mit welchen ätherischen Ölen ich diesen Krampf auch nicht mehr zurückkehren lassen kann. Und das ist natürlich total wichtig, denn was hat es für einen Sinn, wenn du dir etwas auftragst, der Krampf ist weg, aber er kommt nach einiger Zeit wieder. Und da werden wir uns jetzt dann ganz genau anschauen, welche ätherischen Öle sind hier einfach die besten. Bevor wir uns die ätherischen Öle jetzt anschauen, sollten wir uns hinterfragen, warum sollten wir überhaupt ätherische Öle verwenden? Und zwar, das ist ganz einfach, ätherische Öle sind einfach natürliche Substanzen, reine biochemische Substanzen, die, wenn du sie auf die Muskulatur auftragst, sofort in die Muskulatur eindringen und wirken. Ätherische Öle haben zum Beispiel entkrampfende Eigenschaften, schmerzlindernde Eigenschaften, entzündungshemmende Eigenschaften und manche ätherischen Öle wirken einfach durchblutungsfördernd. Und die Summe der Eigenschaften wirkt jetzt extrem unterstützend auf die Muskelfasern. Und dadurch kommt es dann zu dieser Wirkung, dass der Krampf sich innerhalb kürzester Zeit auflösen kann. Und das Beste daran ist, dass du hier auf wirklich chemische Stoffe und Medikamente total verzichten kannst. Du nimmst natürliche Stoffe, einfach das, was die Natur hergibt. Und das macht natürlich total Spaß, weil du weißt, dass du deinem Körper nur Gutes tust. Falls du dir unsere Videos anschaust und dich selbst fragst, welches ätherische Öl du kaufen solltest, dann schreib uns einfach, wir machen uns gemeinsam einen kostenlosen Termin aus, um dich bestmöglichst zu beraten, welches ätherische Öl, also welche Kraft der Natur, dich am besten unterstützen soll. Und wenn dir diese Videos gefallen, dann freue ich mich natürlich auch über ein Like. Und ich freue mich auch darüber, wenn du unseren Kanal abonnierst. Und jetzt ist es soweit.
Jetzt geht's endlich ran an die Sache. Jetzt schauen wir uns gemeinsam an, welche Tierischenöle sind denn die besten, die du gleich am Anfang verwenden solltest, wenn ein Muskelkrampf da ist. Und ich sag dir, welches Fläschchen bei mir immer am Nachtkästchen steht, damit, wenn mein Wadenkrampf auftaucht, ich sofort das Richtige mache. Und zwar ist es Pfefferminzöl. Pfefferminzöl hat die Eigenschaft, Krämpfe sofort zu lösen. Pfefferminzöl wirkt kühlend, es wirkt schmerzlindernd, entkrampfend, es ist ein auch durchblutungsförderndes Öl und es sind alle Eigenschaften, die notwendig sind, dass sich der Krampf sehr schnell lösen kann. Ich sag dir, Pfefferminz ist auch das wichtigste Öl bei Krämpfen. Nimm Pfefferminzöl, du stoppst damit jeden Krampf. Und dann verwendest du weitere Öle, wie zum Beispiel Lavendelöl. Lavendelöl hat die Eigenschaft, dass es beruhigend wirkt, dass es entspannend wirkt. Es wirkt nachhaltiger, es verlängert die krampflose Zeit, die Entspannungszeit, die durch Pfefferminze eingeleitet wurde. Und deswegen ist Lavendel mit Sicherheit ein sehr gutes Öl, welches du danach auch noch aufträgst. Und es kommt immer darauf an, in welcher Situation du bist. Denn es kann sein, dass du vielleicht im Schlaf überrascht wirst oder vielleicht beim Sportbetreiben überrascht wirst. Das sind unterschiedliche Plätze, unterschiedliche Situationen. Ganz ehrlich, wenn ich schlaf und ich werde von einem Krampf überrascht, dann reicht sehr oft nur die Pfefferminze. Aber wenn ich zum Beispiel manchmal auch einen Zwerchfellkrampf bekomme, und das kenne ich auch sehr gut, wo das Zwerchfell krampft, was ja auch ganz unangenehm ist, denn das Zwerchfell ist ein Muskel, den du nicht wirklich angreifen kannst, denn es ist eine Muskelplatte, die sozusagen quer zu deinem Körper drinnen liegt. Da ist es ganz gut, mit Pfefferminze den Krampf zu stoppen, indem man entlang des Rippenbogens zum Beispiel Pfefferminze auftragt und dann unbedingt mit Lavendel und vielleicht noch mit ein paar anderen Ölen dazu arbeitet. Lavendelöl ist natürlich jetzt nicht nur krampflösend, sondern ist ein extrem beruhigendes ätherisches Öl. Manche verwenden einen Tropfen auf dem Kopfpolster, um eine bessere Einschlafphase zu erleben oder besser einfach tiefer zu schlafen. Und andere wiederum verwenden Lavendel, weil die entzündungshemmende Eigenschaft und die gewebe-regenerierende Eigenschaft von Lavendel einfach exzellent ist. Und andere wiederum verwenden es zum Beispiel aufgrund der beruhigenden Wirkung der Muskeln eben, um die Phase der Entspannung, der Muskelentspannung zu verlängern. Eukalyptusöl ist das nächste ätherische Öl auf meiner Liste, denn es kann ja auch passieren, dass ein Krampf aufgrund von Stress oder Überforderung passiert. Falls das der Fall ist, dann verwende Eukalyptusöl. Denn Eukalyptusöl wirkt sehr stark durchblutungsfördernd und wirkt sehr gut gegen Krämpfe. Rosmarinöl ist jetzt das vierte ätherische Öl, welches ich dir sehr empfehle. Rosmarinöl wirkt entzündungshemmend, es wirkt durchblutungsfördernd und auch krampflösend. Und das Besondere bei Rosmarinöl ist das, dass es hilft, die Muskeln zu entgiften, sofern sich Giftstoffe oder verschiedene Ablagerungen in die Muskelfasern eingebettet haben. Also, vergiss nicht, Rosmarinöl auch in deine engere Wahl zu nehmen. Und trotzdem behaupte ich, das allererste Öl, welches du dir bei Krämpfe auftragen solltest, wäre immer Pfefferminzöl. Jetzt gebe ich euch meine Lieblingsmischung. Und zwar speziell dann, wenn du schon überforderte Muskeln hast oder wenn du nach deinem Training deinen Muskeln etwas Gutes tun willst, damit sie eben nicht krampfen. Und zwar nimmst du Basilikumöl, Majoranöl, Zypressenöl, Pfefferminzöl und Lavendelöl. Du mischst es 1:1 zusammen und tragst diese Mischung auf deine überforderten Muskeln auf. Und jetzt bin ich auch schon bei dem Thema, wie trage ich die ätherischen Öle auf? Ich habe es eigentlich eh schon verraten. Wenn du, so wie es mir halt immer wieder passiert, ich aufwache in der Nacht und den Krampf habe, dann greife ich einfach nach links zu meinem Nachtkästchen, nehme das Pfefferminzfläschchen, öffne es in der Dunkelheit und ich schütt einfach drauf in die Hand und reibe. Ich zähle hier nicht die Tropfen, sondern ich gebe einfach einige ätherische Öle in meine Handfläche und verreibe es dann auf den Muskel, der eben krampft. Und das Interessante ist, der Muskel hört sofort auf zum Krampfen.
Ich habe es auch vorher noch gesagt, wenn du jetzt deinem Muskel was Gutes tun willst, dann kannst du natürlich auch Mischungen machen, wie so meine Lieblingsmischung. Diese Mischung kannst du dir einerseits pur zusammenmischen oder auch mit einem Trägeröl. Wenn du es mit dem Trägeröl vermischt, dann hast du eine Pflegemischung und eine Wirkmischung, die die Wirkung über längere Zeit sozusagen deinem Muskeln zur Verfügung stellt, weil das fette Öl haltet jetzt die Wirkstoffe sozusagen wie in einer Batterie gespeichert und gibt es jetzt langsam über längere Zeit ab. Und dementsprechend musst du einfach vorgehen. Du musst einfach für dich herausfinden und hineinfühlen, brauche ich es jetzt unverdünnt oder brauche ich es jetzt verdünnt? Also, mein Tipp, wann immer es akut ist, verwende es unverdünnt. Und wann immer du dir etwas Gutes tun willst und Vorsorge treffen möchtest, dass kein Krampf kommt, dann verwende es einfach mit Jojobaöl, Mandelöl oder irgendeinem anderen fetten Speiseöl verdünnt. Und eine Anwendung, die ist jetzt vielleicht auch ganz wesentlich, und zwar, wenn du einen hartnäckigen Krampf hast, der immer wieder kommt, wieder kurz aufhört, wieder kommt und wieder aufhört, dann brauchst du mehr. Du brauchst eine Rotlichtlampe oder du brauchst ein warmes Bad, wo der Muskel sich dann darin entspannen kann. Und dabei sollte der Muskel dann auch massiert werden, damit der Krampf sich besser und schneller löst. Jetzt ist es natürlich auch ganz wichtig, vielleicht präventive Maßnahmen kurz zu besprechen, denn besser ist es, wenn wir Sport betreiben und keinen Krampf bekommen. Und zwar präventive Maßnahmen sind zum Beispiel ein paar Tropfen ätherisches Öl mit fettem Öl, also mit Speiseöl, zusammenzumischen und einzumassieren. Das Ganze vor dem Sport und auch nach dem Sport. Und dann ist es natürlich auch ganz wichtig, dass wir Dehnübungen machen. Denn Dehnübungen helfen, die Sehnen und die Muskeln zu dehnen, so dass es nicht so leicht zu einem Krampf kommt. Und zu guter Letzt die klassischen Massagen. Und das ist natürlich ganz wichtig, denn wenn wir regelmäßig massiert werden, dann werden auch unsere Sehnen gedehnt, die Muskeln gut durchgeknetet. Es können hier auch die Giftstoffe schon schneller entweichen, eben durch die Massage der Muskeln. Und eines darf man natürlich nicht vergessen. Schau, dass dein Elektrolythaushalt immer passt und dass du ausreichend Magnesium im Körper hast, denn sehr oft ist Magnesiummangel einer der Hauptverursacher für Krämpfe. Also Muskelkrämpfe müssen ab jetzt überhaupt nicht mehr sein. Schon deswegen, weil du über die Kraft der Natur und über die ätherischen Öle, die dagegen wirken, einfach Bescheid weißt. Was denkst du? Hast du schon mal ätherische Öle gegen Krämpfe verwendet? Wenn ja, dann schreib's mir in den Kommentaren. Mich interessiert es, was du gemacht hast und welche Tipps du für unsere Community zur Verfügung stellen kannst. Und was mich auch freuen würde, wäre ein Like und dass du unseren Kanal abonnierst, damit du keine Tipps mehr verpasst. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.